Herzlich willkommen zu diesem Kurzvideo in meinem Kurs zu Grundkompetenzen zu Windows 11. Und jetzt geht es um den sogenannten Taschenrechner. Manchmal muss man Berechnungen durchführen. Wie macht man das? Ich gehe wieder in das Windows-Startmenü, ich drücke die Windows-Taste und tippe in dem Fall hier Rechner ein. Bekomme dann diese App hier, klicke drauf, starte sie und habe hier verschiedene Möglichkeiten, etwas einzustellen. Standard ist hier der klassische Taschenrechner. 85 plus 3 ist 88. Ich kann aber auch Umwandlungen durchführen. Das ist der sogenannte Konverter. Da könnte ich jetzt hier zum Beispiel die Länge mir wählen. Habe ich schon Dinge voreingestellt, mit Zoll zum Beispiel, Kilometer. Gebe jetzt hier ein 7 Kilometer. Das obere wird angenommen. Dann habe ich 700.000 Zentimeter. Ich könnte es in Meter umrechnen. Ja, also praktische Sache dieser Rechner. Und das war's schon. Danke für deine Aufmerksamkeit.